Servus benannt, heute möchte ich mal die Temperaturangaben erklären, weil die mir keiner richtig kapiert. Die Angaben werden von einem neutralen Institut gemacht, also die machen nicht mir die Angaben, sondern ein Institut ermittelt für alle Schlafsackhersteller die Temperaturen. Und da gibt es drei Werte drauf, den T-Comfort, den T-Lim und den T-Extrem. Der T-Comfort ist der Wert, wo es frisch wird. Der T-Lim ist der Wert, wo man schon ins Zittern kommt, und der T-Extrem ist der Wert, wo man gerade nicht mehr erfriert, aber schon Erfrierungen bekommt. Also wichtig für euch ist der T-Comfort. Das ist der Bereich, wo es frisch wird. Ganz wichtig, jeder ist unterschiedlich. Es kann sein, wenn jemand recht verfroren ist, dass er um 5 Grad früher friert. Es kann aber jemand sein, der recht robust ist, dass er 5 Grad später friert. Also nicht von einem anderen, sondern nur vom T-Comfort-Wert ausgehend kann man dann sagen, ich bin verfroren, ich ziehe 4-5 Grad ab, oder ich bin sehr robust, ich gebe ihm 3-4 Grad drauf. So kann man sich die richtigen Temperaturangaben erklären. Grüezi!